Und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Okay, wir haben jetzt den zweiten Fallout 3 DLC hinter uns gebracht. Wir haben die Simulation um den Kampf um Alaska erfolgreich abgeschlossen und haben als Belohnung sowas von Epic Loot bekommen. Es ist total verrückt eigentlich. Wir haben ein Gauss-Gewehr. Das wird zwar die Mikrofusionszellen, die wir haben, und wir haben einige, ziemlich verschlingen, weil eine Ladung, ein Schuss ist nicht schlecht. Deswegen habe ich als Backup-Waffe noch die Alien-Gun dabei. Eine neue, weil die andere war doch schon ziemlich kaputt. Und wir haben eine vollkommen intakte T-51B Powerrüstung, die auch noch wintertauglich ist. Das heißt, wir haben es schön warm und kuschelig. Und mit dieser Ausrüstung werden wir uns jetzt wieder auf Abenteuer begeben. Neue Abenteuer. Neue, wunderschöne Abenteuer. Ich würde wirklich gerne die DLCs jetzt einfach noch machen, die beiden. Wollen wir die beiden noch machen? Und dann kümmern wir uns wieder ums Hauptspiel. Ich habe nämlich gerade tierisch Bock drauf, muss ich euch echt sagen. Weil die beiden, die wir jetzt gespielt haben, haben mir beide echt sehr gut gefallen. Einheimische Eigenarten. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. The Pit. Also da sind wir in Pittsburgh. Von dem DLC habe ich sehr viel, sehr Gutes gehört. Was einheimische Eigenarten ist, das Flugschiff untersuchen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Machen wir das oder machen wir das? Zeig's mir mal auf der Karte. Auf der Karte zeigen. Nein. Das stimmt nicht. Hier sind wir im Megaton. Das ist eine Lüge, was du da sagst. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht, wenn ich die beiden mal markiere. Ach so, wenn ich den mal markiere. Auf der Karte zeigen. Aha, da sind wir halt hier ganz, ganz, ganz oben. Weit, weit, weit weg. Und die andere? Nein, Hilfe. So. Wo haben wir einheimische Eigenarten? Da ganz unten. Das heißt, wenn ich mich hierher teleportiere und dann hier außen rumgehe, dann wäre es nicht so weit. Das kommt mir gerade realistischer vor, oder? Weil hier hochspazieren, das ist schon ein ordentlich weiter Weg, oder? Cool wäre es aber auch. Cool wäre es aber auch. Ich weiß es nicht. Gehen wir da lang? Gehen wir dahin? Ich teleportiere mich jetzt mal hier in die Red Racer Fabrik. Oder ich bin mir halt auch nicht sicher, was, weil das Gebiet hier so seltsam, als wäre es komplett umzäunt und eingeschlossen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, aber können wir vielleicht auch einfach auf gerader Linie wirklich dahin gehen? Oder wie machen wir das am besten? Ich teleportiere mich jetzt mal hier hin. Oder hier hin. Dann gehen wir von mir aus hier hin. Okay, wir gehen hier hin. Ja, los geht's. Ach so, natürlich, von hier nicht. Aber von draußen dann. Und dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. Ich habe wirklich Bock drauf. Ich finde es cool. DLC-Marathon. Und dann... Und dann der Rest. DLC-Marathon und dann der ganze Rest. Wenn ich mir merken könnte, wie man auf dieser Karte irgendwas bedient, das ist immer ein bisschen komisch, finde ich. Okay. Schnellreise, das Flugschiff untersuchen. Getötete Leute 119. Getötete Kreaturen 221. Was? Wirklich? Ah, vielleicht zählen die Aliens als Kreaturen. Das finde ich ziemlich diskriminierend. Die sind offensichtlich mindestens so intelligent wie Menschen. Und wahrscheinlich sogar noch sehr viel intelligenter. Und die dann als Kreaturen zu bezeichnen, finde ich nicht nett von denen. Finde ich nicht nett. Die sollten schon Personen sein. Ich finde, Personen ist ein Begriff, der nicht nur auf Menschen zu beziehen ist. Alles, was eine Persönlichkeit hat, ist eine Person. So sehe ich das zumindest. Nichtmenschliche Personen sind auch Personen. Was passiert? Buffout hat nachgelassen. Na Gott sei Dank war alles friedlich, als das passiert ist. Na gut. Aha. Oho. Ihi. Wo sind wir denn nun? Wir sind da. Ich gehe jetzt einfach mal den Zielmarkierungen nach. Die werden mir schon sagen, wo wir hin müssen. Ach, muss ich wirklich da unten durch die Kanalisation, also durch den Untergrund? Ja, okay, dann nutzen wir eben den Untergrund zum Reisen. Ist okay, ich vertraue der Wegmarkierung. Die würde uns doch nicht anlügen, oder? Die Wegmarkierung ist unser Freund. Ich vertraue der Wegmarkierung. La 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 la. Und vielleicht ist deswegen auch das Gebiet auf der Karte so komisch gefärbt. Weil es vielleicht den Untergrund anzeigt. Irgendwie macht das Licht überhaupt nichts, oder? Das beleuchtet ungefähr so viel um einen wie... Warum habe ich eigentlich... Wo ist eigentlich... Dogmeat könnte ich auch mal von der Vault abholen, aber jetzt ist es zu spät.
Jetzt gehe ich nicht mehr zu Bolt. Beim nächsten Mal dann. Teddybär im Spind. Dosen. Okay, ich dachte, da steht einer. Aber es stimmt gar nicht. Da bin ich beruhigt. Ein Buch. Warte mal kurz, ich habe hier so eine Lichtquelle. Genau, die mich gerade ein bisschen im Bildschirm geblendet hat. Aber jetzt geht's schon wieder. Moment, laufe ich überhaupt richtig? Da müssen wir lang. Geht's da überhaupt lang? Ich sehe überhaupt nichts. Oh Gott! Einkaufswagen, erschreck mich doch nicht so. Ich glaube, ich schleiche jetzt doch lieber. Ich sehe ja überhaupt nichts. Okay, ich glaube, da geht's schon wieder raus, oder? Ist nur so ein kurzer Tunnel. Alles gut. Alles gut. Erinnert so ein bisschen an Metro, ne? Metro, Metro. Warte mal. Nee, geht gar nicht. Metro, Metro, Metro. Mit dem Metronom Richtung Metro. Yeah. Das Ödland der Hauptstadt. Tödliche Sandmann-Attacken. Das hatten wir schon mal. Lähmungsschläge. Was es nicht alles gibt, ne? Abbruchexperte richtet mit Explosionswaffen 20% mehr Schaden an. Brauche ich nicht. Ist mir egal. Fühler nach funktionsfähiger... Was, bitte? Insekten, Ameisen, Wild. Ah ja, genau, stimmt. Ameisenfühler kaputt machen, damit sie alles und jeden angreifen. Das ist eine gute Idee. Wackelpuppen. Eine. Okay. Oh oh, Gegner. Sind da wieder Raider? Ja, da sind schon wieder Raider. Hello, Raider. See you later. Alligator. Po, po, po. Wartet mal. Geht schon. Ich habe übrigens im Wiki nachgesehen und die Gauss-Waffe müsste in Fallout 3 eine Energiewaffe sein. Ist auch verwirrend, weil in den alten Teilen war das noch eine kleine Waffe. Aber ich glaube, es dürfte passen. Also. Bam. Was hat sie gesagt? Au, was denn? Wer denn? Wo denn? Ich verstehe überhaupt nichts. Hallo? Du da, oder wie? Also wirklich, ich habe eine Powerrüstung an. Was willst denn du? Lass mich doch. Ich weiß schon, ich habe angefangen. Mach's dir gemütlich, schlaf deinen Rausch aus. Morgen ist alles wieder gut. So, wo müssen wir lang? Da lang. Ich glaube, da geht's nicht lang, liebe Zielmarkerisierung. Du hast mich belogen und betrogen von Anfang an. Ja, ich glaube, da können wir schon vorbeigehen, oder? Kaputte Stadt, alles ist kaputt in der Stadt. Habe ich gehört. Kaputte Stadt. Okay, schleichen. Aha, ein Augenbot der Enklave. Der darf ruhig da rumfliegen, der stört mich gar nicht. Ich bleib mal hier oben. Ich habe Angst vor irgendwas Bösem da unten. Ich mach mal ein bisschen Licht an, aber eigentlich ist es echt dunkel. Wartet mal. Wollen wir warten, bis es hell ist? Ich finde es nämlich doof hier. Machen wir mal 6 Stunden warten und dann ist es helllichter Tag und alles ist gut. Und dann sehen wir auch ein bisschen was. So, reicht schon, danke. Na also, das ist doch schon viel besser. Schon kann man wieder was erkennen. Ah, schön. Hätte ich gleich viel früher machen können. Nee, aber wartet mal. Unten im Untergrund, da hätte nicht wirklich viel geholfen. Ob es jetzt draußen Tag ist oder nicht, interessiert die U-Bahn oder was auch immer herzlich wenig. Schön. Ich mag wirklich das Map-Design von Fallout 3 lieber als das von Fallout 4. Ich kann nicht genau sagen, warum. Es wirkt alles ein bisschen offener und weniger... so Auftragsmörder. Was wollte ich sagen? Weniger so zusammengepfercht alles. Mehr Raum zum Atmen. Bam. Au. Aber dass die das überleben, ey. Die sind schon hart. Wartet mal kurz, ich muss nachladen. Pause. Ganz kurz. So, du kriegst nochmal einen Wetschuss. Yeah, das ist die Macht des Gauss-Gewehrs. Legt euch nicht mit dem allmächtigen Gauss an, auf dass er nicht eure TP senkt auf ein kritisch niedriges Level. Apropos kritisch niedrige TP, ne?
Was ist das gleich nochmal? Ah ja, damit kann ich ja Waffen reparieren und so. Ah, dieser Alien-DLC. Ich mag den. So, hi. Was ist los? Redaway-Patronen. Soll ich die Rüstung mal mitnehmen? Oh, die ist aber gar nicht so viel wert eigentlich, oder? Für das Gewicht. Dann nehme ich lieber die chinesische Pistole mit. Die wiegt nur 2 und ist 77 wert. Das ist ein sehr gutes Gewicht, Leistungspreis-Verhältnis. Was? Ja, Munition nehme ich immer. Zigaretten auch gut. Splittergranate. Aber eure Kampfrüstung könnt ihr behalten. Die müffeln auch ein bisschen nach Auftragskiller. Ah, hier ist der Vertrag. Nach dem habe ich schon gesucht, denn ich glaube, wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, ah, jetzt habe ich vergessen, das Altmetall noch abzugeben. Naja, müssen wir da machen, wenn wir zurück sind. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Was wollte ich denn hier gucken? Warum bin ich ins Inventar gegangen? Wer bin ich? Was mache ich hier überhaupt? Was macht dieses Mikrofon hier vor mir? Wer seid ihr? Aber im Ernst, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich wollte irgendwas machen und es war wichtig. Ja, ich wollte in den Daten diese Notiz lesen. Ich kann mich erinnern. Auslösungsvertrag. Finden Sie Paprika und zeigen Sie, wie wir Leute behandeln, die Mr. Tenpennys Erwartungen nicht erfüllen. Mr. Tenpenny, ich glaube, dich besuchen wir auch noch. Dich besuchen wir auch noch. Holoband Psycho. Ach, das waren Holobänder, die wir da im letzten DLC gefunden haben. Warum wurde mir nicht angezeigt, dass ich die gleich abspielen kann? Weil dann hören wir die uns jetzt natürlich schon an. Ich gehe noch hier auf das Diagramm, damit das auch ausgegraut wird. Wird's nicht. Egal. Dann hören wir uns jetzt mal, machen wir ein Let's Listen Holobänder. Los geht's. Ärztliches Protokoll. Dr. Adrian Adami. US-Armee, Vorposten Anchorage, Alaska. Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, denken General Chase und ich, dass uns das Medikament, Codename Psycho, gute Dienste leisten könnte. Ich habe die klinischen Versuche gelesen und es gibt gewisse mögliche Nebenwirkungen. Demenz, aggressive Psychose und natürlich Abhängigkeit. Aber die nachteiligen Wirkungen scheinen begrenzt zu sein. Gut, es wurde zwar in Chases F&E-Abteilung entwickelt, aber wenn es funktioniert, können wir jetzt wirklich noch wählerisch sein? Viele Soldaten haben Verwandte in Anchorage. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann, dann tue ich das. Ich hoffe nur, dass mir der Eid des Hippokrates noch etwas bedeutet, wenn diese ganze Sauerei zu Ende ist. Tja, Psycho. Und auch da macht leider Fallout 4 wieder einen ziemlich bösen Fehler, weil in einer Passage, in einem Text, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, erwähnen die mehrmals, dass den Soldaten vor dem Krieg Chat gegeben wurde, um ihre Kampffähigkeit zu steigern. Und Chat wurde halt erst nach dem großen Krieg erfunden. Man trifft im zweiten Teil den Erfinder, das gab's zu der Zeit überhaupt nicht. Die haben natürlich Psycho genommen und nicht Chat, aber naja. Vielleicht hat sich auch einfach nur, ich meine, hey, irgendjemand schreibt diese Texte an seinem Rechner, also ich meine jetzt in der Spielwelt, da passieren halt solche Fehler. Das war vielleicht gar kein Entwicklerfehler, sondern die Entwickler haben das bewusst gemacht, dass der fiktive Autor dieses fiktiven Textes einen fiktiven Fehler macht. So ist es nämlich. Mir geht's gut. Molly, es geht mir gut. Alles ist in Ordnung. Ich wurde gefunden, aber nicht von Chinesen, sondern vom Captain. Er sagt, dass alles gut werden wird. Das war vor ein paar Stunden und ich bin müde. Aber ich wollte dir sagen, dass es mir gut geht. Ich bin jetzt in der Raffinerie und ruhe mich aus. Der Captain brachte mich her. Wir schlichen um die Chinesen herum und schafften es bis rein. Das ist der letzte Ort, den sie noch nicht erobert haben. Ich wurde getroffen, Molly. In die Schulter und in den Rücken auf dem Rückweg vom Berg. Aber zum Glück nur ein paar Kugeln. Praktisch als Andenken. Weil der Captain mir Medikamente spritzte, spüre ich kaum noch etwas. Er hat mich auch gut zusammengeflickt. Bald werde ich nicht mehr bluten. Ich kann den Captain und die anderen draußen schießen hören. Sie werden diese chinesischen Mistkerle töten. Danach können wir alle nach Hause. Nee, okay, vergesst, was ich vorher gesagt habe. Das kann überhaupt nicht sein, weil der fiktive Textautor hat den fiktiven Text
geschrieben, bevor Chat überhaupt erfunden wurde. Insofern kann das irgendwie auch alles nicht ganz stimmen. Es sei denn, der fiktive Textautor hat nur vorgegeben, diesen fiktiven Text zu der fiktiven Vorkriegszeit geschrieben zu haben. In Wirklichkeit hat er ihn aber nachher geschrieben. Überrannt. Oh Molly, es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Ich kann das nicht tun. Ich habe solche Angst, Molly. Ich will nicht sterben. Oh Gott, ich will nicht sterben. Wir hielten sie, solange wir konnten, das schwöre ich. Dann bat Cielo um ein Magazin und als ich es ihm geben wollte, schlug eine Granate ein und... Er ist tot, Molly. Eben war er noch da und eine Sekunde später... Sein Blut und Teile von ihm. Oh Gott, ich habe ihn am ganzen Körper kleben. Bitte, 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 mach, dass sie verschwinden. Ich will nur noch nach Hause. Ich will nur noch zu dir. Ich verstecke mich jetzt. Die Chinesen sind überall. Ich bin ein Feigling, ich weiß. Aber das ist mir egal. Wenn sie mich finden, ergebe ich mich. Ah, das war der in der Power-Rüstung. Ich weiß schon, der, den wir da hinten hinter dem Scrap-Pile da gefunden haben. Ich habe zu ihm ja gesagt, er kann sich da verstecken. Und anscheinend ist ja alles gut ausgegangen. Invasion. Anfang des Audioprotokolls. Hier spricht Captain Zachary Lloyd, US-Armee, Sicherheitsabteilung, Anchorage, Alaska. Vor ungefähr 23 Minuten gelang es den kommunistischen Streitkräften Chinas, trotz der Bemühungen unserer Soldaten bei Anchorage an Land zu gehen. Wie erwartet griffen die Chinesen doppelt an. Einmal, um Anchorage selbst zu besetzen und ein zweites Mal, um diese Basis zu erobern. Dank unserer Schützengräben sind die amerikanischen Verluste hier auf dem Berg noch minimal. Aber das wird nicht lange so bleiben. Die Zahl der feindlichen Truppen steigt unaufhörlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Stellung hier nicht mehr halten können. Wir werden zwar heute sterben, aber vorher werden wir diesen kommunistischen Hunden ein blaues Auge verpassen, das sie niemals vergessen werden. Lloyd, Ende. Bis es verheilt ist und dann denken sie gar nicht mehr dran. Trümmerhaufen. Trümmerhaufen ist eine gute Übersetzung für Scrap Pile. Weil ich benutze immer Scrap Pile. Und ich glaube, viele denken sich dann, hä? Wer? Trümmerhaufen. Glaube ich, ist eine gute Übersetzung. Lebe wohl. Molly, ich hoffe, du wirst dieses Band irgendwie bekommen. Ich habe nicht viel Zeit, aber du musst erfahren, was mit mir passiert ist. Die frühen Berichte waren kein Quatsch. Die Chinesen sind hier. Das heißt, sie fallen in großen Zahlen in Anchorage ein. Genau in diesem Moment. Jetzt geht's ums Eingemachte. Dagegen war Pearl Harbor eine kleine Schießübung. Ich habe noch nie so viele Kriegsschiffe auf einem Haufen gesehen. Sergeant Lowry hat dem Zug befohlen, sich in 15 Minuten in der Messe zu versammeln. Wir sollen uns auf den Klippen verschanzen und den Vormarsch der Chinesen bremsen, bis das Zivilpersonal herausgeschleust werden kann. Danach halten wir die Linie möglichst lange. Ich habe mit Durney, Cielo und Dallas gesprochen. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht ergeben dürfen. Ich habe es dir nie gesagt, aber es war diese Nacht in Cleveland, auf dem Riesenrad, in der ich mich in dich verliebt habe. Leb wohl, Molly. Es tut mir leid. Private Henry Hodges meldet sich ab. Idiot. Aber gut, es ist ja anscheinend nochmal gut ausgegangen, oder? Ich habe das richtig verstanden, dass alles gut ist. Alles ist gut. So, dann gehen wir weiter. Metrostation. Metrostation. Hohn. Wisst ihr was? Ich balanciere hier drüber, weil ich so cool bin. Und so am Limit lebe. Immer am Abgrund. So. Aber jetzt gehen wir weiter. Oh, oh, Gegner. Gegner, ich sehe dich. Wer oder was? Raider. Mehr Raider. Und ein Geschütz. Und noch mehr Raider. Heiliger. Brimbonius. Wir haben hier ein MG-Geschütz und ganz viele Raider. Anscheinend ein Raider-Lager. Müssen wir durch dieses Raider-Lager durch? Ist das unser Ziel? Wir könnten dran vorbeigehen, aber so viele Erfahrungspunkte, die nur darauf warten, von uns gepflückt zu werden. Reife, saftige Erfahrungspunkte. Mensch, warum seht ihr mich? Ich kann so schlecht schleichen. Los geht's. Yeah, ihr hattet mal ein Geschütz. Schlechte Nachrichten. Euer Geschütz ist weg. Die gute Nachricht?
Ich glaube, für euch gibt es keine gute Nachricht. Bam! Weil ich habe sowas von geheime Militärtechnologie, dass ihr zum Kakao werdet. Ihr Milchbubis und Mädis. Dann gehen wir da jetzt rein. Oder? Nur noch ein bisschen zumindest. Ein bisschen noch. Schauen wir mal, was die gute Frau für uns hat. Ein bisschen Munition. Ah, den Rest kann sie behalten. Fürs nächste Leben. Die respawnt in ein paar Stunden wieder. Dann ist sie froh. Hey, habt ihr noch gar nicht mitgekriegt, dass hier gerade irgendwie Party ist? Anscheinend, oder? Die sind gerade noch so am Chillen. Nun dann. Lasst euch nicht aufhalten. Chillt weiter. Nein, ich habe voll daneben geschossen. Und der wirft eine Granate. Hey. Au. Vorsicht! Was Vorsicht? Was passiert denn hier? Auf jeden Fall hat er Spaß. Das gefällt mir. Ich nehme dir deine Potato Chips. Ohne seine Potato Chips ist er machtlos. So, wer ist denn hier jetzt noch? Du da. Hast du die Granate geworfen? Hast du zufällig irgendwie eine Kampfflinte, die cool aussieht? Und eine lustige Feuerwehrmaske? Nix da. Bam. So. Schön. Dann würde ich sagen, ist da noch einer. Ah, voll daneben. Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier leider die Folge für heute beenden. Beim nächsten Mal machen wir hier noch fertig. Schauen uns ein bisschen um. Hier gibt es Regale voller Loot. Mal schauen, ob wir was davon brauchen können. Und ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Und ich hoffe, auch in Zukunft bleibt ihr dem Kanal Lensquid Bird Rider gut, wohl gediegen. Macht's gut, bis dann und ciao.